Hallo Leute und damit herzlich willkommen zum Twilight Princess Randomizer hier im spannenden Finale. Dunkle Wolken überziehen den Himmel, man sieht es. Natürlich. Und ihr habt mir mal ein paar, ich sag mal, Herausforderungen gestellt. Ich soll mal gegen Ganon mit dem Mordornschwert kämpfen. Einfach nur so zum Ausprobieren. Soll ich mal in jeder Phase einmal kämpfen. Und mit dem Morgenstern soll ich auch mal gegen ihn kämpfen in der letzten Phase. Um einfach mal zu sehen, was da so passiert. Wurde mir aufgetragen vom Chris. Dementsprechend, wir gucken uns das mal an. Ich meine, wir sind sowieso so overpowered, dass ich da, denke ich mal, keine Probleme haben werde mit dem Guten. Und bin mal gespannt, wie wir den Kampf heute bewältigen werden. So, wir machen nochmal einen kurzen Status-Check. Ihr seht, wir haben hier relativ gute und viele Items. Die sind auch alle da. Im Tracker ist alles angeklickt. Dann, wenn ich hier nochmal ins Menü gehe, sehen wir auf jeden Fall, dass unsere Ausrüstung komplettiert ist. Wir haben alle Goldinsekten beisammen und auch abgegeben. Die Okkultenkünste 1 bis 7 sind auch alle vorhanden. Ja gut, das beides hier lasse ich immer aus. 60 Geisterseelen sind auch da. Der Maxi-Köcher ist da, die Maxi-Geldbörse ist da. Und ich sag mal, eigentlich haben wir auch alles komplettiert. Außer das letzte Herzteil, das haben wir uns im letzten Part mit einer Schmach erhackt. Ja, es ist ein bisschen traurig, aber leider bin ich der Meinung, dass wir da irgendeinen Bug ausgelöst haben und dadurch nicht das letzte Herzteil bekommen konnten. Naja, es sei so, es geht jetzt ins Finale, Leute. Ich bedanke mich für einen herrlichen Randomizer mit euch zusammen und jetzt werden wir Ganondorf plätten. Auch das wird einfach weggeskippt. Okay, dann geht's direkt los mit Zelda. Normalerweise jetzt hier einen schönen Volleyballkampf. Und wir schießen einfach die Kugeln hin und her. Aber wie ich sehe, ich glaube, mit dem Ordnungsschwert kann ich gar nichts ausrichten, richtig? Ich glaube, das soll mir das sagen. Okay, das Timing war jetzt auch einfach scheiße. Nein, ich kann, glaube ich, wirklich nichts ausrichten mit dem Ordnungsschwert. Ich würde sagen, ich gehe mal auf die stärkere Variante über. Meine Flasche. Jawohl. Das nenne ich Power. Flaschenpower. Ja, Mann. Okay, weiter geht der Kampf. Nee. Da drüben liegt der Midna. Stimmt, die wurde weggehauen, ne? Nee. Los, weiter geht's. Natürlich, die kann ja auch ein bisschen rumeiern hier. Rumfliegen. Auch so ganz komische Fähigkeiten manchmal. Hey, es geht weiter. Super. Aufschlag. So. Und damit haben wir es auch schon geschafft. Erste Phase ist vorbei. Die zweite folgt sogleich. Aber ich denke, auch damit werden wir nicht so viel ausrichten können. Gegen Beast Ganon. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Man kann ihn, glaube ich, am Anfang mit dem Bogen stoppen, richtig? Genau.
Aber man kann ja wirklich auch mit dem Ort und Schwert nichts anrichten. Aber mit dem Master Schwert geht es. Also ich denke mal, das soll mir die Lehre, oder das soll mir das sagen, dass man halt mit dem Master Schwert nur Schaden anrichten kann und mit dem Ordon Schwert halt in keiner der Phasen. Shit. Zu spät A gedrückt. Nein. Die Musik auch, ne? Dulu. Oh, das habe ich gar nicht mehr gewusst. Alter. Ja, wow. Wie schlecht. Da merkt man einfach mal wieder, dass ich viel zu lange nicht mehr gegen den gekämpft habe hier. So, komm jetzt aber. Schlecht. Bin ich überhaupt schon in der Phase, wo ich das machen müsste? Ich gehe mal wieder in den Menschenmodus. Ich glaube, ich muss das auch gar nicht so machen. So. Noch nicht. Zelda hockt da und chillt. Ja. Jetzt beginnt die Phase, wo ich grabben muss. Okay. So, und dann hauen wir den mal schön hier nach links weg. Und darf mitten noch mal schön reinbeißen. Perfekt. Ja, da kommt es ein bisschen auf Timing an. Im richtigen Moment A drücken. Ich glaube, jetzt ist das Timing aber auch leichter. Weil jetzt muss ich es machen. Shit. Sagte er und starb. Was war das denn? Ja, das war ein schlechter Kampf auf jeden Fall. Habe ich gerade selber gemerkt. Aber diese Phase ist jetzt auch vorbei. Eieieiei. Ja, da gab es schon bessere Kämpfe, ne? Nicht meine stärkste Runde, auf jeden Fall. Oh, Jemine. So, da geht es in die nächste Phase zusammen mit Zelda. Ich werde versuchen, Ganondorfs Bewegung mit meinen Lichtpfeilen zu verlangsamen. Ja. Lenkst du ihn ab, aber bleib nah genug an ihm, dass meine Pfeile ihn erreichen können. So, wir werden es auch hier nochmal probieren, aber ich denke, auch hier werde ich keinen Schaden anrichten, richtig? Oh, hier geht es tatsächlich. Hier kann ich mit dem Ordon-Schwert Schaden anrichten. Weil er vorher mit der Macht der Lichtpfeile geschwächt wurde. Alles klar. Aber wie lange wird es dauern? Super. Ich glaube, normalerweise wäre er jetzt schon down, oder? Mm-hmm.
Oh, okay, mit dem Ordon-Schwert geht das tatsächlich auch echt gut, muss ich sagen. Kann sein, dass es mit dem Master-Schwert vielleicht zweimal schneller gegangen wäre, I don't know. Aber mit dem Ordon-Schwert auf jeden Fall auch machbar. So Leute, wir begeben uns schon in die letzte Phase. Du kämpfst sehr gut. Und weggeskippt. Finale, Leute. Es geht los. So, auch hier gibt es nochmal ein paar Sachen, die man ausprobieren kann. Ein paar Items. Die letzte Runde ist auf jeden Fall ein Solo-Kampf. Und ihr sagt, ich soll auf jeden Fall mal mit dem Morgenstern ranklotzen. Machen wir doch gleich mal. Aber dem weicht er auch einfach nur aus. Was, wenn ich den mache? Kickt er mich einfach weg. Aber warum sollte ich jetzt mit dem Morgenstern ran? Der weicht einfach nur aus. Immer. Ja. Ich denke mal, mit dem Master-Schwert werde ich auch keinen Schaden anrichten, oder? Der ignoriert er mich auch komplett. Also mit dem Master-Schwert, mit dem Ordon-Schwert kann ich da nichts machen. Mit dem Master-Schwert fängt er an zu blocken. Jawohl, hinterrücks erledigt. So, dann gibt es Trick 17, den könnte man benutzen und könnte mit der Angel rangehen, ne? Wenn ich die Angel raushole, ist er total auf die Angel fixiert. Achso, ich muss auch auswerfen. Genau. Ja, juckt ihn halt trotzdem nicht. Ich wollte es mal ausprobieren. So, Angel auswerfen, dann kannst du ihn schlagen. Angel auswerfen, schlagen, ne? Normalerweise der easyste Trick oder der leichteste Trick, ihn zu besiegen. Aber wir wollen natürlich noch ein spannendes Finale. Ich werde jetzt auch mal meine Rüstung anziehen und werde mir noch einen Schluck genehmigen von unserem Feentau. So. Das hat Geld gekostet. So ein Shit. Jo, ich würde sagen, wir machen den Kampf jetzt ordentlich hier zu Ende. Hä, aber ich habe A gedrückt für Zufall. Jawohl. Shit. Du. Was soll das denn? Oh, okay. Doppelwirbelattacke. Aber ich soll A drücken und da kommt... Passiert nichts. Ich glaube, ich soll B drücken, ne? Ich muss doch eigentlich gegen sein Schwert schlagen, damit dieser Zweikampf zustande kommt. Aber da steht mal A. Ist aber eigentlich nicht richtig. Glaube ich. Hm.
So, jetzt zack, zack, zack. Ich weiß gar nicht, ob es andere Bedingungen oder welche Bedingungen es gibt, dass er getroffen wird. Weil manchmal treffe ich ihn halt so easy. Ja, zum Beispiel jetzt. Jetzt treffe ich ihn wieder. Warum, weiß ich aber nicht. Ob es da irgendeine Sache gibt, die ich erfülle? Also theoretisch ist er mit der Angel am leichtesten. Habt ihr ja gesehen. Da sind das einfach Free-Treffer, die ich lande. Zufall. Was denn Zufall? Wenn ich A drücke, passiert nichts, Leute. Da ploppt zwar dieser Dings auf, dass ich A drücken soll, mit Zufall, aber keine Ahnung. Vielleicht darf ich nicht anvisieren in dem Moment. Wahrscheinlich. Da passiert auch nichts. Auch wenn ich ihn nicht anvisiere, passiert nichts. I don't know, wofür das ist. Normalerweise kenne ich das so, dass das wie so ein Zweikampf wird, wo die Schwerter aneinander klirren. Da muss ich ganz schnell B oder A drücken. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Warum auch immer. Wahrscheinlich geht es eigentlich auch eher darum, dass ich hier im letzten Moment irgendwie ausweiche, damit ich ihn treffe. So, jetzt sind wir im Finale. Das war's mit Ganon. Ja, ihr habt gesehen, ich habe lange nicht mehr so richtig gegen ihn gekämpft. Die Kompos und so sind ein bisschen raus. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert. Auf jeden Fall vielen Dank an den lieben Chris, der mir hier so ein paar Tricks mit dem Ordon-Schwert gezeigt hat. Jetzt habe ich gar nicht in der finalen Phase mit dem Ordon. Doch, habe ich. Da habe ich auch wieder nichts gemacht. Nur zu Pferde konnte ich ihn besiegen mit dem Ordon-Schwert. Im Finale leider gar nicht. Damit ist aber auf jeden Fall das Projekt vorbei, liebe Leute. Denkt nicht, das ist das Ende. Nee, was denn sonst? Jetzt kriegst du noch mal ein bisschen, psychische Störungen und siehst noch mal einen Zalando vor deinen Augen. Ist auch so gut gemacht einfach, ne? Dieses Spiel wird, glaube ich, auch nie alt werden. So gut, ey. Ja, super. Und damit ist es geschafft, Leute. Ganondorf ist tot. Im Stehen. Wohl bemerkt. Er hat noch so viel Kraft in den Beinen, dass er einfach stehen bleibt. Fabelhaft. Ja, Leute. Es ist traurig. Es ist traurig. Das Projekt geht zu Ende. Es war nicht mein bester Kampf. Aber es hat Spaß gemacht. Wir haben wieder ein bisschen was ausprobiert. Vielleicht gibt es ja noch mehr Tipps und Tricks, die ihr mir sagen könnt. Vielleicht gibt es ja noch irgendwelche komischen Dinge, die zusammenpassen im Kampf gegen Ganon. Schreibt mir die gerne in die Kommentare, damit ich die ja im nächsten Mal auch mal ausprobieren kann. Und ja, heute feiern wir aber den letzten Part zu Twilight Princess Randomizer. Wir haben bereits die 20-Minuten-Marke erreicht. Und jetzt erwartet uns auch nur noch das Finale. Die finalen Szenen sowie die Credits. Und ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei euch für dieses wunderschöne Projekt, was wieder sehr gut supportet wurde von euch.
an die ganzen Leute, die mitgemacht haben, mitgeholfen haben, mitgefiebert haben und mitgeraten haben, wo es denn weitergeht. Und hoffe, das bleibt auch so. Ihr macht das so weiterhin. Das ist halt das, was meinen Kanal ausmacht, dass ihr da so geil mitfiebert. Das freut mich jedes Mal. Und ich kann auch immer wieder nur sagen, ohne euch bin ich nichts. Ich mache das immerhin. Und ihr guckt euch das an. Also, vielen lieben Dank dafür nochmal, dass ihr da so seid, wie ihr seid. Und einfach weiter so machen. Dankeschön. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Projekt ein weiteres Mal verzaubern und ihr konntet mitfiebern und mitraten. Ich danke euch. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich werde dann jetzt auch gleich, wenn wir in die Credits gehen, schon den Mund halten, dann könnt ihr euch da in Ruhe die Credits anschauen und vielleicht nochmal Revue passieren lassen, was alles hier so passiert ist. Und genau, als nächstes wird dann das nächste Projekt starten, sofort im Anschluss. Das heißt, sobald jetzt wieder eine Folge Twilight Princess kommen würde, wird der neue Randomizer, der Combo Randomizer, Ocarina of Time und Majora's Mask starten. Ich habe da schon alles vorbereitet und ist ready to go. Ich freue mich auch sehr auf dieses Projekt. Bin ein bisschen traurig, dass dieses jetzt hier vorbei ist, weil auch Twilight Princess ist einfach ein Hammerprojekt und immer wieder spielenswert. Ich werde da sicherlich auch noch den ein oder anderen Randomizer in der Zukunft drüber machen. Bin ich mir relativ sicher. Ist ein super Projekt. Was ich aber sagen will, einfach, vielen Dank, liebe Leute. Wir sehen uns in einem neuen Projekt wieder, in einem neuen Randomizer-Projekt. Und auch Minish Cap geht ja bald zu Ende. Da werde ich dann wahrscheinlich Link's Crossbow Training erstmal durchspielen. Und dann, ja, mal gucken. Ich habe schon die ein oder andere Überraschung vorbereitet. Ob wir die direkt angehen oder dann doch erstmal wieder ein 2D-Spiel spielen, das bleibt noch abzuwarten. Mal gucken. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Gerne liken, kommentieren und falls es immer noch nicht habt, abonnieren, damit ihr kein Spiel oder keine Folge, kein Let's Play, kein Randomizer mehr verpassen tut. Bis zum nächsten Mal. Das war's von mir. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.
We face.